So, die sehen etwas. Oh. Nein, nein, nein. Stopp. Ich. Was ist mit dir bitte los? Ich mach mal lieber gleich kaputt das Ding. Okay, und das fällt um. Und was kann ich jetzt damit machen? Ah, ich kann rauf. Ah, okay. Gut, damit hätte ich da wahrscheinlich auch raufgekonnt. Da muss ich mir merken, was kann ich mit dem Kaktusteil machen? Kann ich das. Ah, das ist ja cool. Yay, Kaktusschlitz! Das ist cool. Bringt's mir irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ich kann den Kaktus komplett abschälen. Aber es bringt mir wahrscheinlich nichts, oder? Ich probier's mal. Jetzt dürfte er mir eigentlich nichts mehr tun. Ja, schön. Jetzt haben wir hier einen komplett abgeschälten Kaktus. Moment, wir köpfen ihn. Moment. Hui. Sponge. Ah. Cool, da kommt echt. Nein, aus. Da kommt echt was raus. Wie cool ist das denn? Da kommen echt Dekonüsse raus. Also Dekokerne. Das ist ja cool. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Hier ist wieder so ein Busch, wo ein Loch drin ist. So. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Hier wären wir runtergekommen sonst. Okay. Gut, wir sehen uns mal um. Schauen uns das alles mal genauer an. Hier ist nichts. Okay. Ich habe Angst vor diesen Rollviechern. Komm. Ich muss mal gucken, wo ich nicht draufkomme. Ah, und ich sehe da vorne schon wieder so einen Kubus. Das ist schön. So, da kam ich überall rauf, ja. Büsche machen wir kaputt. Zack. Und nochmal. Nein. Nehmen wir mit. Da ist nichts. Da ist nichts oben, okay. Voll sinnvoll. Ach, guck mal, der hat sich hier angehauen. Stopp. Ja, es geht mir nur ums Prinzip. Hier bringt es mir zwar gar nichts, das Ding, aber es geht mir nur ums Prinzip. So, schauen wir mal. Da kommen wir nicht durch. Okay. Hier ist nochmal so ein Kaktus, den wir lustigerweise wieder zerschlagen können. Machen wir aber nicht. So, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht drüber. Obwohl, das könnte sich wahrscheinlich sogar ausgehen. Moment. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Ja, komm, roll hierher. Ja, das war blöd. Komm, stirb! Gut. Schauen wir mal, ob das Ding jetzt eh nicht so weit weg ist. Ich befürchte schon. Ach, ist jetzt gerade in Strohballen runtergesprungen. Ach, wie cool. Gut, okay, also da komme ich so nicht hoch. Das bringt mir so überhaupt nichts. Aber Moment, ich kann eh hier auch hoch. Brauche ich ja nicht so blöd herumtun. Eine weitere Kiste, wahrscheinlich wieder ein goldener Schmuckschädel. Und es ist... Oh. Oh, Wüstengras. Okay. Gut, Wüstengras, glaube ich, war auch recht interessant für die Handwerkskünste. Wüstengras kannst du in der Wüste, Ranell und anderen Orten finden. Es rollt über den Boden und kann für allerlei Dinge verwendet werden. Wenn du es siehst, fange schnell mit dem Schmetterlingsnetz ein. Ah, okay. Und ich dachte schon, da unten ist jetzt ja auch gerade so ein lustiger Ballen herumgeflogen. Moment. Wir schnappen uns das Schmetterlingsnetz, denn falls uns irgendwo Wüstengras unterkommt, dann werden wir das gleich mit dem Schmetterlingsnetz... Oh, oh, oh. Einsammeln. Da vorne ist eins. Wüstengras, bleib hier. Alter, wieso ist das so schnell? Als hätte es ein Eigenleben, ne? Zack, juhu. Einen Ballen Wüstengras gefunden. Ich finde das süß, dass ich jetzt mit dem Schmetterlingsnetz Gras fangen muss, so in Büschelform. Das ist, ja, ja, Zelda. Na, cool. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Zack. Alter, Link, du musst nicht so schreien. Das muss doch nicht sein. Um deiner Freude Ausdruck zu verleihen, musst du nicht schreien. So, okay, da oben ist ein Käfer. Sehr schön, den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Zack. Nein. Ja, da waren wir jetzt zu schnell. Schade eigentlich. Ich glaube, das wäre ein Käfer gewesen, den wir noch nicht hatten. Aber ich bin einfach immer zu schnell unterwegs. So, das Tier. Nehmen wir im Vorbeigehen mit, weil ein Blauer kommt ja da trotzdem immer raus aus irgendeinem Grund. So. Gut, da ist nix. Das ist ja alles recht interessant, muss ich sagen. In diesen Treibsand, glaube ich, ist besser, wenn wir vorerst nicht reinlaufen. Obwohl, da könnten wir entlang... Aber Moment mal, jetzt schauen wir. Wir bleiben mal hier und sehen uns die Geschichte hier an. Moment. Huch, ja, Link, rutsch runter. Gut. Ah, und... Okay, hier ist ein Skelett. Aha. Was? Ich habe was gehört. Da ist auch ein Skelett. Hm. Hier sind Bomben. Moment, die nehmen wir natürlich gleich mit. Sackt man gleich wieder ein, weil wir haben eh nicht alle 15. Gott sei Dank haben wir die Bombentasche, weil wie es aussieht, brauchen wir hier echt viel Bomben.
Sondern hier? Ah, da ist... Moment. Da können wir wahrscheinlich von oben reinwerfen, oder? Gucken wir mal. Kommen wir hier irgendwo oben hoch? Hier? Moment. Geht sich das aus? Das müsste sich ausgehen, oder? Und? Zack. Zahlt sich... Ja, komm, wir holen den schnell. Abfeuern. Und was ist da drüben? Was ist das? Eine Bombe. Moment, eine Bombe. Können wir die mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das haben wir schon mal probiert. So, okay. Nicht herabhängen. So, wir gehen hier rüber und... Nein, nicht hinlegen. Komm, nimm die wieder mit, Link. Wir gehen hier rauf und versuchen hier jetzt eine Bombe reinzuwerfen. Das sollte ja gehen. Hopp. Ja, wunderbar. Und was passiert jetzt hier? Ah, sehr schön. Und darunter ist ein Ionenstein, nenne ich den mal. Kann ich den von hier aus aktivieren? Nein. Also muss ich nochmal eine Bombe reinwerfen. Okay. Ah, meine Kopfhörer sind heute so unbequem. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, jetzt habt ihr mich kurz aus dem Off gehört. Meine Ohren tun schon weh. Moment. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Hier so. Ah, au. Ah, oh mein Gott. Nein. Autsch. Ja, es ist gar nicht gut. So, okay. Sorry für die Unterbrechung. Ja, dann schmeißen wir ihm noch eine Bombe rein, damit wir diesen lustigen Schalter auch aktivieren. So. Den Zeitstein. Und Wurf. Hopp. Sehr gut, Link. Wahrscheinlich, wenn ich hier so rüber, das geht sich nicht aus. Nein, natürlich nicht. So. Und dann schauen wir mal, was hier jetzt passiert. Katsching. Und es werde neu. Also nicht sehr weit, wie es aussieht. Ach, hey. Ja, das ist toll. Das dachte ich mir jetzt fast. Hilf mir. Hilfe. Okay, da komm her. Sollte nicht das Problem sein. Alter, wie cool ist das denn? Wenn die rauskommen aus... Wenn die in den alten Riesendings rauskommen, dann sind die hin. Das ist ja interessant. Ah. Ja, sehr schön. Kann ich den mit... Den kann ich ja wohl nicht mitnehmen, oder? Kann ich den mitnehmen? Nö, schade. Aber ich habe dem geholfen. Was bringt mir das jetzt? Du hast mich gerettet. Psst. Ja, habe ich. Das war knapp. Boah, beinahe hätten mich die Kerle den Strom abgeklemmt. Psst. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Psst. Psst. Ah, sehr cool. Und der verbastelt unseren Käfer und macht ihn besser. Ich dachte, wir müssen es selber extenden. Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seiner Größe in Zahlen kann er Items aufheben und tragen. Drücke Z, um nach unten zu blicken, um ein getragenes Item abzuwerfen. Ah, cool. Jetzt kannst du mit dem Käferobjekt die greifen und festhalten. Psst, pass auf dich auf. Ja, okay. Und ihr habt vielleicht schon eine Vorahnung, was das bedeutet. Ich kann es euch zeigen. Nämlich, hey, wir müssen jetzt mit dem schießen. Dann nehmen wir das Bömmchen mit, ja. Ja, das war jetzt blöd, weil Z ist genau auf der anderen Seite des Controllers. Ich bin manchmal etwas doof, ja. So. Hinabsehen und la 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 la. Und wir werfen das Ding doch mal hier rein. So. Na? Weil das hätten wir so nicht geschafft, weil... wir hätten nicht so weit werfen können mit den Bomben. Das ist das Problem, ja. So, und wir fliegen hier hin und... Plopp. Ja, sehr schön. So, weglegen. Und jetzt können wir nämlich, weil laufen können wir ja soweit, ne? Sieht man ja. Lalalala, das geht sich hoffentlich, geht sich das aus. Ja, das geht sich aus. Und wir erhalten ein paar blaue Rubine. Also, nichts Weltbewegendes. Aber naja, besser als nichts ist es. Und ich frage mich, warum das Link hier vom Absatz nicht wegspringen kann. Ich meine, das kann er sonst immer. Nur hier kann es aus irgendeinem Grund nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. So. Gut, ich vermute mal denselben Spaß machen wir hier dann auch nochmal, weil es so lustig war. Wir nehmen die Bombe auf, wir nehmen hier Sicht nach unten und Abschuss. So, und gleich nochmal abfeuern. Wir müssen das jetzt 3-4 Mal machen. La 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 la, hinabsehen und das Ding werden wir auch abschießen. So, und Feuer. So, und gleich nochmal. Lalalala, wir treffen erstaunlich gut. Das wundert mich jetzt selber gerade etwas. Weil ich kann mich erinnern, dass ich diese Stelle gehasst habe. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht mehr warum. So, und Feuer. Sehr schön.
Ja, dann machen wir den Käfer noch kaputt und dann soll es eigentlich, soll es das gewesen sein, also diesen Sandkäfer hier. Dann sollten wir das hier eigentlich soweit haben. So, hinabblicken und... Feuer! Kaboom! Ja, und der Käfer ist tot. Sehr schön. So, weg damit und jetzt schauen wir mal, wo wir da jetzt weiterkommen. Sollte eigentlich gehen. Jetzt müssen wir hier, ne? Lauf, los, links, schneller, weiter, tiefer. Ja, so, so. Ein Rubin. Und nochmal. Das ist aber schon eine weite Strecke. Das sieht mir doch sehr... Ja, es ist knapp. Boah, das ist echt knapp bemessen, muss ich sagen. Hier, Spiel, das ist knapp bemessen. Das Ding da drüben holen wir uns auch, aber wir nehmen hier die Abkürzung übers Eck. Einmal hier. Und wieder aufladen. Sehr schön. Und rüber da. Lauf, Link, du schaffst es. So, und natürlich haltest du es wieder in die Höhe, weil wir haben ja noch nie einen Bernsteinhalbmond gefunden, ne? So. Wir haben ja 6 von denen, ne? Gut, okay, und... Lauf, Link! Nein, wir haben nicht aufgeladen. Aber Gott sei Dank, das war jetzt knapp. Also, Link, das war jetzt doch etwas auf der knapperen Seite, muss ich sagen. So, okay, hier können wir was ausgraben. Das sage ich prinzipiell nicht. Nein, oh, wow, ein roter Rubin. Bin begeistert. So, da drüben möchte ich auch irgendwie hin, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt schon hinkommen. Ich glaube nämlich nicht. Das geht sich hier noch nicht aus, weil ich kann hier nirgends mit... Oder kann ich hier? Nein. Eher nicht, wie schon. Moment, bleib hier. Strohballen, bleib hier. Nein, nicht zerschellen. Ah, verdammt. Ja, die, also wenn die irgendwo landen, dann zerschellen die. So, ich nehme die Bomben mal schnell mit. Und der Vogel hier, ich glaube, den sollten wir... Oh. Was ist das? Ah ja, der sieht etwas böse aus. Hier wäre wieder so ein lustiges Dingens gewesen. So, Moment mal. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal auf die Anhöhe rauf und holen nochmal den Käfer raus. So. Ich weiß ja gar nicht, ob der Käfer so weit geht. Ah, und ich sehe gerade, ja, okay, wir müssen hier, ich vermute mal, das da machen. So, und diesen da. Zack. Ja. Und da haben wir jetzt leider ein Zeitproblem, weil diese Dinger, die verschwinden ja mit der Zeit, diese Panzer. So, aufladen. Sehr schön. Und rüber. So, und dich kriegen wir so. Dich kriegen wir nicht so. Ich bin am Sterben gerade, sehe ich gerade. Ah, dann müssen wir ihm doch vielleicht den da machen. Lalala. Ja, komm. Link, wirf vielleicht doch mal, wenn ich sage, du sollst werfen. Das ist immer so eine Sache, ne? So, ja. Ja. Ich weiß. Moment. Das sollte sich ja wohl laufend ausgehen, oder? Ja. Ah, Moment, das sind Sandkäfer. Also Ranellameisen. So, die haben alle 3 mitgenommen. Besser als das Gras, ja. Das Gras ist uns entwischt, weil das Gras ist so schnell, flink und agil. Agil meinte ich natürlich, ja. Aber sonst ist alles okay. Gut, okay. Hier rüber, da müssten wir hier nochmal lustigerweise hier das Ding uns krallen und abfeuern, meinte ich natürlich. Nicht wieder wegstecken. La 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 und zack, und wir nehmen das und abfeuern. Ja. So, ist jetzt wirklich die Frage, geht sich das aus? Das ist schon ein Stückchen, ne? Das habe ich aber befürchtet, dass sich das gerade nicht ausgeht. Müssen wir da warten, bis das näher rankommt? Oder checke ich da jetzt gerade irgendwas nicht? Also so schaffen wir es, befürchte ich nicht. Moment. Wir holen uns die Frucht. Nein! Ja, so geht's definitiv nicht. Ach, toll. Danke, liebes komisches Krabbelvieh. Da will ich auf deinen Panzer rauf und dann verschwindest du einfach. Okay, das Ding läuft herum, ich verstehe schon. Ja, Greifenkäfer. Komm her. Ich glaube, das ist schon wieder zu weit weg, oder? So. Link, lauf, du schaffst es. Komm, ich habe Vertrauen in dich. Ja, ja, rauf. Gott sei Dank, es ging sich aus. Komm, schneller. Link, komm wieder zurück zu Atem. Wunderbar. So, wir gehen natürlich hierher, weil das Ding ist mir wichtig. Yay, Schlitz. Weil die Dinger sind extrem wichtig. Und natürlich hier das Ausgraben ist auch nicht schlecht. La 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 la. Ja, schön. Haben wir ausgegraben. So. Gut, sind natürlich alles wieder nur Rubine. Naja, guck.
da war überhaupt nur ein blauer drin schön. So, okay. Gut, das Vieh. Moment, 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 Moment. Hat das mich jetzt gesehen? Nicht, oder? Es rollt jetzt nicht hier. Ah doch, es hätte. Ob das jetzt gut ist, was ich jetzt gerade mache, ich bin mir nicht sicher. Aber naja, ah doch, es liegt relativ mittig. So, aufladen. Ja, komm, Link, aufladen, aufladen, aufladen. Und hey, lauf, lauf, du schaffst es, Link. So, und da drüben, da schaffe ich es auch. Ja, komm, und weiter, schneller. Wunderbar. So, hier speichern wir mal schnell, damit wir gespeichert haben. Speichern. Weil Speichern ist immer wichtig, das haben wir ja schon mal gehabt, ne? So, und dann laufen wir doch mal hier rauf, weil da oben waren auch ein paar interessante Dinge, glaube ich, zumindest gesehen zu haben. Also wir laufen entlang. Ich laufe prinzipiell immer, um einfach die Wege etwas kürzer zu halten, weil das Spiel ist so auch lang genug, auch wenn ich laufe, ja. Ah, hier ist eine seltsame Lore, aber ich würde mal sagen, die fahren wir jetzt hier nach unten. Weil da oben bringt es definitiv weg. So, also, so, und schieben, 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 ja, wunderbar. Was gut ist, wenn die da unten liegt, auch wenn mir die erstmal nichts bringt, ich kann sie zumindest hier, oh, Käfer, also Ranell-Ameisen. Ich kann sie zumindest als Dingens verwenden, als Abkürzung, ja, das ist das Gute. Weil ich kann euch prophezeien, wir werden hier nochmal zurückkommen, früher oder später, eher früher als später, ne? Und da ist das ganz gut, wenn wir hier so Abkürzungen schaffen, damit wir auch hier... Was ist das? Das sieht mir etwas verdächtig normal aus. Na gut. So, okay, gut. Hier sieht so aus, als müssten wir eventuell vielleicht doch wieder mit Bomben arbeiten. Ja komm, arbeiten wir dann auch mit Bomben? Sagen wir das nicht, nur wir arbeiten auch mit Bomben. Hey, und Schlitz. Wie jetzt? Eieiei, diese Gegner. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Explodier! Ach, ja eh. Ja, toll. Ja, super. So kann die nicht einfach explodieren. Alter. So schaffe ich das ja nicht, oder? Oder muss ich... Ich kann vielleicht rollen, dann explodiert es gleich, oder? Auch nicht. Nee, die explodiert nicht gleich. Vielleicht muss ich... Moment. Ah, ich sehe gerade. Okay, Moment. Da oben, das ist natürlich unüblich, dass auf einen Kaktus eine Bombe wächst. Aber auf diesen Kaktus wächst eine Bombe, dann nehmen wir halt die. Ist auch okay. Snack. So, und... was machst du? Wieso fährst du da hinten herum, Viech? Das muss doch nicht sein. Da hinten hilfst du mir gar nichts? Oder vielleicht doch... Ja, komm. Besser als nichts. Schaffen wir das? Hilft uns das etwas? Ah, ich muss sowieso, ich sehe gerade. Lalala, lad dich wieder auf, links. So, und rüber da. Ich sehe gerade, wir haben hier sowas wie eine Strömung. So. Abfeuern. Gut, da hinten sind Büsche. Aber ich glaube mal, dass ich sowieso hier... Moment. Ja, es ist jetzt eh doof, was ich jetzt gerade mache, weil... Obwohl, die Büsche brauche ich vorerst eh nicht da drüben. Ich glaube nicht, dass da was Praktisches drin ist. Jetzt bleiben wir hier mal oben. Und schauen, wie weit das geht. Ja? Wie weit wir hier uns wirklich treiben lassen können. Und sobald das Ding weggeht, müssen wir halt loslaufen. Also jetzt rumpel, rumpel, rumpel. Und jetzt laufen wir los. Bevor hier noch passiert. So, was haben wir hier Schönes? Eigentlich nichts. Das ist voll umso... Naja, wobei da drüben kommen... Da könnten wir eventuell hier Sachen ausgraben, interessante Sachen. Die Frage ist, zahlt sich das aus? Wahrscheinlich nicht, weil es sind nur wieder so Ausgrabungsdinger. So, zack, und wir laufen los. La 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 und hoch da. Abwarten, abwarten, abwarten und loslaufen. Schneller, 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 schneller. Zack, gut, wunderbar. So, dann graben wir doch... Ah, eine Fee. Okay. Ja, zu einer Fee sage ich nicht nein und ich müsste nächstes Mal eine Fee vielleicht einsammeln mit dem Schmetterlingsnetz, damit ich sie in eine Flasche frachte. Verfrachte. So, nein, ich will nicht das Schmetterlingsnetz. Ich drücke immer viel zu lange. Ja. Ja, Gott. Komm, nimm jetzt den Käfer bitte, Link. Mach mich nicht unglücklich. Mach dich vor allem nicht selber unglücklich. So. Wir schnappen uns das Ding. Und ziehen hier hinunter und... Wow, und Feuer! Ja, es geht eigentlich ganz gut hier mit dem Ziel. Autsch, jetzt hat mich... Ah, der Kaktus hat mich gestochen. Das hat mir wieder ganz viel Lebensenergie gekostet.
Alter, krabbel rauf. Nein, nicht das Vieh. Schnell, schaffe das? Geht sich das aus? Geht sich das aus? Komm, das muss ich ausgeben. Ja, wunderbar, es geht sich gerade so aus. So, darunter müssen wir ehrlich gesagt nicht. Das sind nur zwei komische Büschel, die mir ehrlich gesagt egal sind. Wir laufen da drüben weiter. So, einmal und hier hoch und da hoch und zwar. Wunderbar.